Zukunftsorientiert, das ist für mich ID.Buzz. Die Menschen werden das Auto lieben auf der Straße, glaube ich, hundertprozentig, weil es ist wirklich ein schönes Auto und es wird sich immer weiterentwickeln. Man kann extrem viel in der Theorie machen, aber am Ende zu sehen, wie das wirklich dann aussieht, wie das wirkt, das ist immer noch mal was ganz Besonderes. Die schwierigste Ecke war genau, wo das Scheinwerfer sitzt, weil der Bauraum war sehr knapp. Da war immer der Kampf zwischen Engineering und Design. Wir müssen diese monolithische Silhouette haben. Das müssen wir schaffen. Halte das Design und bring die Technik da rein. Das ist mein Job. Dass man so einen Standort eigens für das ID.Buzz Fahrwerk baut, das war doch schon was ganz Besonderes. Eine Achse ist eben nicht mehr eine Achse, so wie sie damals war, sondern eine Achse ist inzwischen ein E-Mobilitätsthema, eben mit dem E-Antrieb. Knapp 120 Einzelbauteile, das heißt, sehr wenig Bauteile und sehr viel Funktion. Wenn ich mich zwischen dem T1 und dem ID.Buzz entscheiden müsste, würde ich den ID.Buzz nehmen, weil da ist mein Antrieb drin. Also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil das eines der neuen Projekte ist, wo wir ganz viel nachhaltigen Anteil drin haben. Wir erhoffen uns natürlich, dass wir Fehler aus der Konstruktion noch rausbekommen und das hier aufzufinden und zu korrigieren, noch rechtzeitig, bevor das Auto in die Vorserie geht. I'm pretty sure that all the designers, they've been dreaming, ne, to have the chance to do it. It's one chance in a lifetime. Ich glaube, es war Schicksal, dass mich das irgendwie erreicht hat. Ikone für mich hat was zu tun mit der Einfachheit. Das ist für mich wie ein T1. Jedes Kind kann einfach das zeichnen mit weniger Linien. Und das ist perfekt für mich.